Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich spreche heute mit euch über das wahrscheinlich härteste Projekt, was YouTube jemals gesehen hat. Aber bevor es zu dem Video weitergeht, abonniert gerne den Kanal, schaut unten in der Videobeschreibung vorbei, schaut auch auf Twitch vorbei, denn da können wir auch live in Interaktion gehen und dann würde ich einfach sagen, viel Spaß bei diesem Video. Bevor es mit dem Video weitergeht, freue ich mich, euch meinen neuen Partner vorzustellen. Wie viele von euch wissen, sind Projekte hier auf YouTube oder auf Twitch ohne vernünftige Partner auf Dauer einfach nicht leistbar. Und deswegen freue ich mich, meinen neuen Partner Löwenanteil vorzustellen. Löwenanteil macht zertifizierte Biogerichte, die von einem spitzen Biokoch entwickelt wurden. Diese Spitzengerichte, zertifiziert, kommen im Glas bei euch zu Hause an, sind in dem Glas mindestens ein Jahr haltbar, auch ungekühlt, finde ich persönlich sehr, sehr geil, sind sehr, sehr proteinreich, damit mega gut für Sportler, also unter anderem auch für mich. Und das ist das Beste für mich, die haben im Shop eine so riesige Auswahl an Produkten, dass man einfach von den Geschmäckern her nicht müde wird und vor allem, und das ist mir sehr wichtig, vegane Produkte. Das hier zum Beispiel ist der Geschmack Sweet Chili mit veganem Hack auf Erbsenbasis. Ja, und ich würde sagen, ich löffel da einfach mal rein. Ja, scheiße, wie... Ja. Nicht gucken. Geht's so sauber nachbleiben? Nicht gucken. Er hat die Maske mitgegessen. Kriegen wir auch was abbleiben? Auf gar keinen Fall. Hm. Ist das besser als das andere? Hast du vorher das schon mal von uns? Also das ist, glaube ich, der beste Geschmack, den ich bis jetzt hatte. Er hatte jetzt bestimmt über den Zeitraum, wo ich es getestet habe, schon einige. Sweet Chili, aber also das ist mega. Also, wenn ihr die Produkte auch testen wollt, der Link und der Rabattcode ist alles unten in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Oh, ich könnte sofort weiter essen. Checkt das gerne aus. Mega gute Firma. Alles in der Videobeschreibung für euch. Ich freue mich, wenn ihr da Spaß dran habt, weil so macht Essen wirklich Spaß, auch wenn man unterwegs ist. Ja, worum geht's? Das härteste Projekt, was YouTube je gesehen hat, hört sich natürlich super krass an. Das liegt aber einerseits daran, weil es auch einfach super krass wird. Ich wollte mit dem Video eigentlich warten. Eigentlich wollte ich tatsächlich erst den Trailer raushauen in ein, zwei Monaten. Aber da es jetzt schon so ein, zwei Gerüchte im Internet gibt, die da kursieren und ich nicht möchte, dass was vorweggenommen wird, dann erfahrt ihr es natürlich am besten von mir und nicht von irgendjemand sonst. Wir werden dieses Jahr im Oktober mit einem Format an den Start gehen, was mehrere Teile haben wird. Zu der genauen Beschreibung komme ich gleich. Und was auf jeden Fall richtig, richtig krass wird. Wir haben jetzt in den letzten Jahren viel gesehen auf YouTube. Wir haben Helikopter gesehen, wir waren auf tropischen Inseln, Hundeschlitten, alles schön, alles gut. Aber jetzt geht es ein bisschen zurück zu den Basics. Denn um ein hartes YouTube-Projekt zu machen, muss ich nicht zwangsweise einen Helikopter dabei haben, muss ich nicht zwangsweise auf dem Hundeschlitten fahren. Das sind alles geile Projekte, versteht mich nicht falsch. Ihr wisst selber, jeder, der meinen Stream kennt, jeder, der meine Videos kennt, ich wäre selber gerne bei diesen Projekten dabei gewesen, weil sie einfach mega geil waren. Aber mir geht es ein bisschen darum, auch wieder zu zeigen, dass man auch mit sehr, sehr einfachen Mitteln sehr, sehr krasse Projekte machen kann. Und deswegen freue ich mich, euch vorstellen zu können, dass wir dieses Jahr mit dem Format in den Start gehen werden. Der Name ist Programm, denn wir werden das Ganze in mehreren Teilen aufziehen und dann auch in mehreren Unterformaten kategorisieren. Grundsätzlich ist das erste Format, was an den Start geht, so geplant, dass ich gegen einzelne YouTuber antreten werde in einem Belastungsmarsch, in einer Durchschlageübung, die der Höllenwoche gleichkommt. Und es gibt da verschiedenste Möglichkeiten, um an die körperlichen und geistigen Leistungsgrenzen rangeführt zu werden und auch darüber hinauszugehen. Das Ganze wird im 1:1 stattfinden. Ich werde Teile der Strecke kennen. Mein Gegenüber wird die komplette Strecke nicht kennen, aber es wird auch immer wieder und sehr, sehr viele Streckenabschnitte geben, die ich nicht kenne. Denn das Gesamtkonzept davon ist, dass der YouTuber, der mich herausfordert oder der gegen mich antritt, mein Tempo halten muss, ruhen muss, wenn ich ruhe, marschieren muss, wenn ich marschiere und alle Belastungssachen mit mir zusammen durchleben muss. Das Ganze wird immer in verschiedenen Tagen durchlaufen. Das heißt, niemand weiß, auch ich nicht, wie lange geht das Projekt, wo sind wir in Deutschland, wo sind wir vielleicht in Europa, sind wir im Gebirge, sind wir im Harz, sind wir in der Eifel, sind wir in den Alpen, sind wir in Tschechien, sind wir in Frankreich. All das wird unbekannt sein. Wir werden an diesen Ort verlegen und werden da eine unbestimmte Anzahl an Tagen, geplant mit der Produktion und dem Orga-Team, einen absolut krassen Belastungsmarsch durchziehen mit wahrscheinlich wenig Nahrung, wenig Schlaf und einfach super vielen, super, super vielen körperlichen Herausforderungen. Wird meiner Meinung nach, unabhängig davon, was der Produktionsaufwand dahinter ist, wenn man jetzt andere Sachen auf YouTube gesehen hat, mit das härteste Projekt für die Probanden, und davon bin ich nun mal einer, den YouTube jemals gesehen hat, denn
jeder, der mal irgendwelche Auszüge aus irgendwelchen Höllenwochen gesehen hat, kann sich vorstellen, dass das kein Spaß wird. Für den einen oder anderen vielleicht doch. Aber bietet viel, viel mehr. Denn ich möchte das nicht nur mit einzelnen YouTubern machen, sondern ich möchte das auch mit euch in der Community machen. Geplant ist nämlich, dass ihr uns, wenn das Format richtig an den Start gegangen ist, verschiedene Bewerbungen zuschicken könnt, die wir durchsichten. Wir werden das nicht in YouTube-Videos machen, weil das einfach zu viel Zeit springt, sondern ihr könnt euch schriftlich am Ende bewerben. Wir werden einige Bewerber, die wirklich körperlich sehr, sehr fit sind und was vorzuweisen haben, auswählen. Wir werden ein Preisgeld aussetzen unter anderem oder verschiedene schöne andere Sachen. Und dann könnt ihr mit mir im 1 gegen 1 oder vielleicht auch in einer kleinen Gruppe antreten im Community Clash. Das wird Format Nummer 2. Finde ich persönlich mega, weil ich mich super darauf freue, neue Herausforderungen gegen euch auch anzutreten. Auch gerne sehen möchte, dass ihr für sowas vielleicht auch trainiert, dass ihr euch fit dafür macht. Das heißt, wir haben nochmal einen super krassen Mehrwert in der Community, den wir mitnehmen können, um euch zu motivieren, von der Couch hochzukommen. Und es ist einfach super geil, auch gegen Leute anzutreten, die man einfach vorher nicht von YouTube kennt, die man nicht einschätzen kann, wie sind die drauf. Ja, weil wenn ich andere YouTuber irgendwie anfrage oder nominiere, kann man sich ja immer schon ein Bild machen, ha, der ist vielleicht so doof, der ist vielleicht so drauf. Das geht bei euch natürlich nicht. Da werden wir Bewerbungen sichten, werden euch einladen und werden dann einfach zusehen, wer von uns beiden in dem Fall dieses Format überlebt. Und dann gibt es noch Format Nummer 3 und das ist eigentlich auch eine sehr, sehr coole Geschichte. Wir werden alle Leute, die diesen Marsch zu Ende gebracht haben, denn das Ziel ist es, entweder mich zu schlagen, dass ich aufgebe, oder diesen Marsch mit mir zusammen zu Ende zu bringen. Und es kann definitiv passieren, dass ich rausfliege, sei es aufgrund einer Verletzung, sei es aufgrund, dass die Planung wirklich so hart ist, dass man einen Kreislaufzusammenbruch kriegt oder. Es kann alles passieren, wir wissen es nicht. Werden alle Menschen, alle Leute, Frauen, Männer, wie auch immer, diesen Marsch zu Ende gebracht haben oder mich geschlagen haben, eingeladen zu einem Last Man Standing. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren auch noch ein cooles Projekt haben, wo wir dann in einer 6er-Gruppe, in einer 7er-Gruppe, in einer 8er-Gruppe unterwegs sind. Und es wird so lange marschiert, es werden so lange Aufgaben erledigt, es wird so lange Nahrungsentzug geben oder, bis nur noch einer übrig bleibt. Und der Last Man Standing ist von... Ich denke, ich brauche gar nicht mehr so super viel dazu sagen. Die Höllenwoche kennen wir alle. Alle, die sich für dieses Themenfeld interessieren, haben darüber gelesen, haben was gesehen. Die Höllenwochen gibt es in verschiedenen Spezialeinheiten, in unterschiedlichen Ausführungen. Gibt es beim KSK, gibt es bei den Navy Seals, gibt es beim SEK in anderer Form auch. Es sind einfach super harte Belastungswochen, wo definitiv, und den Spruch nehme ich mir jetzt mal vom KSK, der Wille entscheidet. Es ist einfach Fakt, weil es hat nichts damit zu tun, wie sportlich ich bin, bis zu einem gewissen Punkt schon. Aber alles darüber hinaus passiert nur in eurem Kopf. Und deswegen freue ich mich wirklich, wirklich doll, dieses Projekt mit euch zu teilen. Denn das, nochmal, ich bin der festen Überzeugung, unabhängig vom Produktionsaufwand, und es wird keine Helikopter geben, zumindest ist das derzeit nicht geplant, wird das mit das härteste Projekt, was die Probanden, die daran teilnehmen, jemals gemacht haben. Und es wird mit das härteste Projekt, was ihr auf YouTube Deutschland sehen werdet. Das verspreche ich euch. Und dafür stehe ich hier mit meinem Namen als ehemaliger SEK-Beamter und auch als ehemaliger Polizist, und ich kann euch einfach versprechen, dass das unglaublich krass wird. Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr dazu was wissen wollt, wenn ihr dazu irgendwelche Sachen noch sehen wollt oder Ideen habt, schreibt die gerne unten in die Kommentare. Es würde mich persönlich sehr freuen, wenn wir darüber diskutieren können, wenn wir darüber sprechen können, wenn wir auch noch im Stream auf Twitch darüber sprechen können. Auch der Link ist übrigens in der Infobox. Und ich würde einfach sagen, wir machen hier jetzt Schluss. Schauen uns in ein, zwei Monaten den Trailer an, den wir dazu drehen. Und in diesem Trailer wird es auch den ersten bestätigten Probanden geben für das neue Projekt